Hallo liebe Oma, ich wünsche dir frohe und besinnliche Weihnachten und als Geschenk von mir eine 15-minütige Stuhl-Yoga-Stunde. 15 Minuten hast du immer jeden Tag und sobald du die Übungen auch gut kannst, kannst du sie gerne etwas länger auch durchführen. Hab dich lieb, deine Sarah. Namaste und willkommen zu deiner 15-minütigen Yoga-Stuhlstunde. Bring die Hände auf deine Beine und atme tief durch die Nase ein und aus. Mit jeder Einatmung atmest du tief in den Bauch hinein, ausatmen, vollständig durch die Nase ausatmen. Einatmen, der Bauch hebt sich, ausatmen, senkt er sich. Nimm nun mit der nächsten Einatmung die Arme nach oben, ausatmen, Arme hinab. Einatmen, die Arme lang gestreckt nach oben, Handflächen zusammen, ausatmen, senkt die Arme ab. Noch einmal einatmen, Arme weit nach oben, ausatmen, hinab. Mit der nächsten Einatmung öffnest du die Arme weit zu beiden Seiten, ausatmen, bring sie auf dein Herz zusammen, einatmen, Brustkorb weiten, öffnen, ausatmen, Hände vor dem Herzen, noch einmal einatmen, ausatmen, bring die Hände auf dein Herz. Wir bringen die Hände nun auf unsere Knie, atmen ein, machen die Katze Kuh im Sitzen, ausatmen, macht die Wirbelsäule ganz rund. Einatmen, öffne den Brustkorb, Rückbeuge. Ausatmen, mach dich ganz, ganz rund. Einatmen, Rückbeuge und noch einmal ausatmen. Noch ein letztes Mal einatmen, Kopf geht nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust. Atme ein, richte dich auf. Und mit der nächsten Ausatmung beugst du den Kopf zur rechten Seite, einatmen, Kopf gerade, ausatmen, Ohr, linkes Ohr zur linken Seite, einatmen, gerade noch zweimal, rechts, einatmen, gerade, ausatmen, links, einatmen, gerade, ausatmen, rechts, nimm nur den rechten Arm und zieh deinen Kopf noch ein wenig weiter zur rechten Schulter, einatmen, gerade, löse, ausatmen, links und mit der linken Hand ziehen wir nun den Kopf zur linken Schulter. Einatmen, lösen. Ausatmen, Kinn zur Brust. Einatmen, Kinn nach oben, Kopf zurück. Ausatmen. Einatmen, Kinn nach oben. Noch ein letztes Mal ausatmen, Kinn zur Brust. Einatmen, mach den Hals ganz lang. Nächsten Ausatmen, legst du den Kopf nach rechts. Einatmen gerade, ausatmen links. Einatmen gerade, ausatmen rechts, einatmen gerade, ausatmen links. Noch einmal auf beiden Seiten, ausatmen, dreh den Hals, einatmen, ausatmen und einatmen. Bring die Hände nun auf deine Schulter und mach große Kreise mit deinen Armen, sodass sich vor deinem Körper die Ellbogen berühren und wenn du ausatmest, gehen sie nach hinten, unten zurück und du machst dich ganz weit. Wechsel die Seite und diesmal bei der Ausatmung gehen die Ellenbogen vor dir nach unten und sie berühren sich wieder. Und öffne dich ganz weit bei der Einatmung, der Brustkorb ist weit geöffnet. Verschränk die Hände nun hinter den Kopf, ausatmen, Ellenbogen zusammen, einatmen, öffne dich weit. Mach diese Übung etwas dynamisch. Ausatmen, kann sich leicht runden und einatmen, öffne nochmal den Brustkorb weit. Und nun bring die Hände nach oben, verschränk sie ineinander, einatmen und ausatmen, rechts Seitbeuge, schau nach oben, einatmen gerade, ausatmen, beuge dich nach links und schau wieder nach oben, einatmen gerade. Ausatmen, Hände vor dir und rotiere deine Fäuste, deine Handgelenke. In beide Richtungen, jeweils fünfmal. Dann öffne die Hände, bring sie nach unten und nach oben. Nutze wieder den Atem, hoch ein, runter ausatmen. Dann mach abwechselnd Fäuste. Einmal ist der Daumen drin, beim zweiten Mal der Daumen draußen. Mach das auch wieder ganz aktiv.
Bring die Arme nach oben und mit der Ausatmung bringst du die Arme gestreckt nach oben und einatmen, Daumen auf die Schultern. Gehört alles zur Paramukhasana-Serie. Streck nur den Fuß aus, aktiviere dein Knie, das Bein lang gestreckt nach oben. Wir wechseln zum anderen Bein. Nutze den Atem wieder. Einatmen nach oben, ausatmen hinab. Wechsel zum rechten Bein und drehe, zirkuliere nun deinen rechten Unterschenkel wieder in beide Richtungen, fünfmal in beide Richtungen. Wechsel zur anderen Seite, drehe von deinem Knie heraus deinen Unterschenkel. Dann machen wir etwas für unseren Fußgelenke, drehen den Fuß zur einen Seite, dann zur anderen Seite wieder jeweils fünfmal und dann ziehen wir die Fußspitzen zu uns heran und von uns weg. Paramukhasana-Serie. Wackel mit deinen Zehen, aktiviere die Zehen und wechsel dann zum linken Fuß, kreise dein linkes Fußgelenk. Wieder zu beiden Seiten für fünfmal. Dann zieh den Fuß zu dir heran und von dir weg. Und wackel noch einmal mit den Zehen hier. Zieh nun das rechte Bein zu dir heran, Knie an den Brustkorb. Noch das linke Bein zu dir heran, zieh nun wieder die Atmung dabei. Bring die Hände dann über dich, ausatmen und um. Arme einmal deine Beine, während du dich vorbeugst. Atme hier tief ein und aus. Mit der nächsten Einatmung Arme nach oben, spreize die Beine und beug dich hier auch noch einmal nach vorne, damit du eine schöne Dehnung am unteren Rücken hast. Einatme nach oben, Arme nach oben. Bring die Hände dann zurück mit der Ausatmung, Beine zusammen. Wir kommen nun in eine Seitbeuge, dafür die rechte Hand auf das linke Knie. Der linke Arm geht weit nach oben und der rechte Arm beugt sich. Atme in deine Seite hinein und dann wechseln wir zur anderen Seite, dafür die linke Hand auf das rechte Knie. Der rechte Arm geht nach oben, wir schauen zum rechten Arm und der linke Arm beugt sich weit. Atme in die Dehnung deiner rechten Seite. Die Ausgangshaltung zurück. Wir kommen nun in eine Drehung. Das linke Bein über das rechte Bein. Halt das linke Bein mit dem rechten Arm und mit der linken Hand hältst du den Stuhl, die Stuhllehne. Schau über die linke Schulter und atme tief in die Drehung hinein. Komm zurück und nur das gleiche auf der anderen Seite. Rechtes Bein übers linke. Halte mit der linken Hand dein rechtes Bein, mit der rechten Arm die Stuhllehne und schau über die rechte Seite und atme tief in die Drehung hinein. Komm in die Ausgangsstellung zurück. Komm in Stehen, halte dich an der Stuhlleine fest und schwinge dein linkes Bein vor und zurück von der Hüfte aus, so gut wie es dir möglich ist. Lass ganz locker in der Hüfte und dann schwingen wir das linke Bein zur Seite, zu beiden Seiten. Wieder von der Hüfte aus, halte dich dafür an der Stuhllehne fest. Nun kreise dein Bein, dafür ist das linke Knie angewinkelt. Mit der rechten Hand halten wir uns an der Stuhllehne. Kreise in Beine in beide Richtungen, atme dabei ein und aus. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Wir schwingen nun zunächst auch unser rechtes Bein vor und zurück. Die rechte Hand darf an die Hüfte gestellt werden. Mit der linken Hand halten wir uns an der Stuhllehne fest. Und nun schwingen wir das rechte Bein zu beiden Seiten, nach rechts und links. Werden auch wieder ganz locker in der Hüfte. Um dann mit den Kreisen fortzufahren. Das rechte Knie ist dabei gebeugt. Und wir machen die Kreisbewegung für fünfmal in beide Richtungen. Komm nun in den Baum, eine Balancepose. Dabei kannst du selbst entscheiden, wo der rechte Fuß am linken Bein steht. Etwas weiter nach unten oder ganz nach oben.
Such dir selbst die Position aus und strecke den rechten Arm aus. Mit der linken Hand kannst du dich gern festhalten. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Und wir wechseln zur anderen Seite. Stellen das linke Bein nun an das rechte Bein. Dir ist wieder überlassen, wie hoch der Fuß gehen soll. Streck den linken Arm weit nach oben aus und balanciere dich. Augen dürfen geschlossen sein. Du kannst dich auch weniger fest an dem Stuhl natürlich festhalten, wenn du magst. So, wir kommen nun mit beiden Händen an die Stuhllehne, beugen uns so weit vor, dass wir im rechten Winkel den Oberkörper und die Beine haben und lassen uns wirklich tief in den Stuhl hineinhängen, sodass wir schön unsere Schultern dehnen können und unseren gesamten Rücken strecken können. Wenn du magst, streck das linke Bein nach hinten aus, dann kommen wir in den dritten Krieger, nochmal als Balanceübung. Aber du kannst auch einfach gerne mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Ansonsten steck auch das rechte Bein einmal langgestreckt nach hinten aus. Richte dich dann wieder auf, dreh den Stuhl einmal und wir wollen jetzt einmal das linke Bein und den rechten Arm anheben. Balanciere dich und dann das rechte Bein den linken Arm anheben. Ausbalancieren. Mach das noch einmal. Versuch die Balance zu halten. Dir ist wieder überlassen, wie weit der Stuhl von dir weg ist. Desto weiter weg, desto anstrengender wird die Übung. Jetzt mach hier noch einmal Katze-Kuh, wie wir es am Anfang gemacht haben. Einatmen, ausatmen, runder Rücken. Einatmen, beug die Wirbelsäule nach unten. Ausatmen, runder Rücken. Und wir kommen nun wieder in das Sitzen, um ein paar Atemübungen zu machen. Bring dafür die Hände auf die Oberschenkel und atme tief durch die Nase ein. Brustkorb hebt sich. Vollständig ausatmen. Einatmen in den Bauch, Bauch hebt sich, ausatmen, der Bauch senkt sich. Wir üben hier die Bauchatmung. Tiefe Einatmung durch die Nase, bis sich der Bauch hebt und vollständige Ausatmung wieder durch die Nase, sodass sich der Bauch senkt. Tu dies ein paar Mal in deinem Rhythmus und bereite dich gleichzeitig auf die Atemübung Analoma Viloma vor. Das ist die Wechselatmung. Bei der werden wir den Ringfinger und den Zeigefinger einbeugen, sodass wir gleich mit dem Daumen das rechte Nasenloch verschließen und mit dem Ringfinger das linke Nasenloch. Hebe nun die rechte Hand schon einmal an. Und dann verschließ das rechte Nasenloch mit dem Daumen. Atme ein links. Verschließ dann mit dem Ringfinger das linke Nasenloch. Und atme aus rechts. Einatmen rechts. Verschließe das rechte Nasenloch. Ausatmen links. Tief einatmen links. Schließ das linke Nasenloch. Und atme aus, rechts, lang und vollständig ausatmen. Dann tief rechts einatmen. Rechte Nasenloch verschließen und links ausatmen. Einatmen links. Wechsel zur rechten Nasenlochseite. Atme hier aus. Dann tief einatmen. Links ausatmen, links einatmen und wechseln, rechts ausatmen, rechts einatmen, links ausatmen und dann bringst du die rechte Hand wieder in deinen Schoß, um gleichmäßig ein- und auszuatmen. Und wir werden hier einmal das Brahmari, das Bienensummen machen beim Ausatmen. Dafür einmal lang einatmen und tief. Noch einmal einatmen. Mm-hmm.
Ein drittes Mal einatmen. Ruhig weiter durch die Nase einatmen. Entspanne dich. Nun bring die Hände im Namaste vor dir zusammen. Danke, dass du diese Yogastunde mitgemacht hast. Namaste und einen schönen Tag.